Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht das immer, wenn ich so ein bisschen Teddy anhabe, dann wird das draußen auch immer gleich ein bisschen kälter. Und es ist mal wieder ein bisschen kälter geworden. Also habe ich heute mal den braunen Teddy an. Und ich würde sagen, ich stelle euch ganz, ganz kurz mal den Clan hier vor, in dem ich eigentlich mit dem Avatar drin bin. Denn unantastbar bin ich natürlich nicht. Ihr habt das jetzt im Titel gesehen. Auch, dass ich mal ein bisschen Lot verloren habe. Ich habe es auch wirklich verpeilt. Dass ich hier ja mit dem Account richtig viel oder alle Minen und Sammler schon oben habe und dass ich natürlich mit diesem hier, ihr seht das schon, wirklich, wirklich bitter. Und vor allen Dingen noch bitterer ist das, wenn du es mitkriegst. Ich habe das nämlich mitbekommen, weil es ist ja, das kennt ihr bestimmt auch, dass ihr manchmal einfach online geht und weil ich hab immer alle Meldungen von Clash of Clans aus und aber trotzdem, du machst das Handy an oder schmeißt das Tablet an oder halt den Emulator und siehst einen Live-Angriff auf dich. Manchmal ist das ja so, ich denke mal, das könnt ihr mir bestätigen. Und ja, manchmal ist das halt auch ein bisschen trauriger. Ihr seht das, ich habe alles rappelvoll, das lag einfach da dran. Ich habe das Dunkle einfach nicht wegbekommen zu dem Zeitpunkt. Und ich habe es immer noch nicht weg. Ah doch, ich glaube, ich habe es weg. Ich muss gleich mal gucken, ob ich es auch jetzt wirklich endlich weg habe. Aber ich glaube, ich habe es immer noch nicht weg. Denn das lag an etwas anderem. Das ist ja ein recht frischer Rathaus 11 hier. Und der spart natürlich alles. Der spart erstmal alles. Hat alle 5 Bauarbeiter beschäftigt in der Regel. Und dann passiert hier natürlich sowas. Und ihr seht das auch an den Minen und Sammlern. Die pumpen im Moment. Also ich habe die geboostet für mehrere Tage oder Pullen. Und oh, das ist ganz, ganz bitter. Ich habe eigentlich erst gedacht, oh, das sieht jetzt scheiße aus. Da hat er ja echt nur mal Riesen. Und der Rest latscht hier so richtig schön außenrum. Hier die Packys außenrum. Ein paar Magier gehen da mit, aber auch nicht so viele jetzt. Und hier hat er jetzt erstmal nur die Riesen. Die machen ja nichts. Die gehen ja erstmal nur auf Verteidigung. Aber dennoch ist das... Eieiei, habe ich gedacht. Alter Falter, da hat er schon ein bisschen geholt. 2001 hat er sich schon weggesnackt. Aber naja, ich meine, wenn du es dann mitkriegst, du kannst ja jetzt nicht irgendeinen Button drücken oder so, hör auf, lass es sein, gib auf oder so. Nein, er hat einfach weitergemacht, er oder sie, keine Ahnung, kann man jetzt eher mal schlecht erkennen. Und ja, dann hast du halt mal so einen Tag und ich glaube, ich habe noch nie so viel Dunkles verloren wie in diesem Angriff hier. Ja, ihr könnt mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal 9, 10, 11.000 Dunkles oder so verloren habt. Das war doch schon enorm viel, aber ich habe auch wirklich nicht dran gedacht, den AFA hier zwischendurch einfach mal einzusammeln oder nochmal ein Stündchen Chill zu geben oder was dagegen zu tun. Aber gerade dann die neuen Sachen, also was heißt die neuen Sachen? Meine Bohrer sind ja schon Max Level hier und wenn die dann auch noch voll sind, dann kannst du auch nichts mehr abholen. So ist es dann nun mal. Ich glaube, es ist noch nicht der größte Lot, den man hier holen kann. Aber hier habe ich dann auch gedacht, naja gut, da hat er laufen lassen. Es ist auch, glaube ich, ein Rathaus. Ich weiß nicht, ob es ein Rathaus 11 oder ein Rathaus 12 gewesen ist. Das müsste ich gleich mal nachschauen, ob er dann auch schon 280 Truppen hat. Und denn es sieht erstmal auf den ersten Blick so aus, als wäre es nur ein Rathaus 11er. Der hat ja ganz gut angegriffen. Die Base hier ist... Auch das ist ja immer eine Frage. Ihr seht das auch da oben. Ich hab die Mauern noch so ein bisschen doof. Ich denke, wir haben uns jetzt dieses Elend meiner schlechten Verteidigung lange genug angeschaut. Ich gucke mal gerade, ob es ein 11er oder ein 12er war. Das kann man ja dann doch nochmal erkennen. Nee, Defense Lock. Schauen wir mal rein. Einmal Visit. Mal sehen, ob es ein 12er ist. Nein, es ist ein 11er. Also cooles Ding hier. Gut gemacht. Irgendwann komme ich da auch hin. Und... hol's mir wieder. Nein, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Dann läuft das hier raus. Aber ich bin im gleichnamigen Clan unantastbar. Ich bin im Clan Untouchable und ist ein netter Clan. Ich bin hier reingerutscht über eine Zuschaueranschrift. Nee, kommen über einen Kommentar. Und ist eine coole Truppe hier, muss ich sagen. Ich war jetzt schon ein, zwei CKs mit. Ich darf hier Liga mitspielen. Das ist noch viel, viel schöner. Freue ich mich natürlich auch. Aber ich denke mal, ich muss nach wie vor ein bisschen was tun. Ich muss nämlich farmen mit diesem Account hier. Und ich denke, wir machen einen Farmangriff, zeigen ein bisschen was aus den CKs hier, dass wir auch ein bisschen Clankrieg drin haben. Und dann seht ihr den Maun Toto hier mit Erdbebenzauber. Ja, mit Erdbeben. Was soll ich sagen? Ich nutze den Erdbebenzauber auch mal so ein bisschen zum Mauern aufmachen. Und skippe hier jetzt erstmal fröhlich rum, denn ich habe nicht so eine hohe Liga, dass ich hier unbedingt lange Wartezeiten habe. Aber lange Rede, kurzer Sinn, kurzer Cut. Und dann bin ich gleich mit einem richtigen Gegner bei euch.
Da ist er. Hurra, wir haben ihn, den. Oder nee, die, wir haben hier einen, der mal so richtig geile Beute für uns hat. Also den nehmen wir mal mit. Und ich bin hier in diesem Clan ja eher durch Zufall reingerutscht. Und ich werde auch ganz, ganz sicher aus dem Clan noch ein bisschen mehr zeigen, denn ich bin noch ein paar Tage mehr da. Und ihr seht, dass ich farme auch richtig, richtig teuer. Ich farme richtig teuer, vor allen Dingen mit dunklen Truppen. Okay, der Golem ist nach wie vor nicht ganz so teuer. Aber der Rest ist schon recht teuer. Ich habe überhaupt... Ja, ich bin ja mal so richtig magierlos. Na super, ist egal. Das ist egal, auch wenn ich jetzt keine Magier hier habe. Und was haben wir denn eigentlich hier drin? Auch nochmal 7 Riesen. Ich glaube, ich nehme... Hier kann man ja jetzt noch während des Kampfes tauschen. Ich nehme mal nur die Riesen hier mit rein. Ich glaube, das reicht an der Stelle, dass wir hier die Beute in jedem Fall mitnehmen können. 1, 2, 3, die Pekkas hier rein. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich denn das... den ganzen Zauber hier aufmache. Ich glaube, wir machen das mal hier auf. Ein Bogenschützen habe ich noch. Die müssen ja jetzt erstmal durch. Okay, die müssen sich jetzt ein bisschen durchwuseln, dass wir hier da auch rankommen. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Ich weiß, der hat jetzt das meiste natürlich in den Minen und Sammlern drin. Den Worten zünde ich einfach mal nur so ein bisschen zur Vorsicht. Nicht, dass ich ihn vergesse. Ich will ihn einfach nur vergessen. Die Queen ist da hinten natürlich schon wieder ganz, ganz alleine. Und wo sind denn meine Pekkas? Ah, die sind hier unten. Okay. Die nehmen wir nochmal in Wut mit. Ja, dann, ich denke mal, wir kriegen hier die Masse an Beute. Auf jeden Fall mitgenommen. Und, denn ich brauche vor allen Dingen Elixier. Meine Lava-Hunde sind schon auf Level 4. Die habe ich ja gelevelt. Und dazu hatte ich ja, glaube ich, gesagt, wenn ihr meinen Kanal so ein bisschen verfolgt, ich mache als nächstes die Loons. Also mein Plan ist eigentlich, dass ich die Ballons mache. Und danach mit dem richtig vielen Gold, dunklen, was ich eigentlich habe. Im Moment habe ich nur 38, aber ich will die dunkle Rune nehmen, denn ich will mir die Loons gemmen. Nicht gemmen, sondern ich hab ein Buch. Das heißt, ich will sofort die Loons haben und dann will ich eigentlich die Hexen anschmeißen. Das war so mein Plan, aber irgendwie ging der die ganzen Tage nicht so richtig auf. Erst recht nicht, wenn er natürlich so blöde abgefarmt wirst oder so hart abgefarmt wirst. Oh, das ist dann noch ein ganz schönes Geschiebe hier. Naja, mal schauen. Ich kann die jetzt nur noch laufen lassen. So richtig viel passiert da nicht mehr, aber immer so ein paar Päcker mit dem einen oder anderen Riesen oder mit dem Golem davor. Das sieht ganz gut aus. Der Adler könnte auch noch fallen. Wäre ja ganz nett, wenn der auch noch fällt. Dann habe ich wieder einen Zähler auf die Errungenschaft. Mache mal ganz, ganz viele Adler-Tarien. Ich weiß gar nicht, wie viele sind. Aber das sieht ganz gut aus hier. Jo, das passt. Hier unten geht leider nichts mehr am Bohrer. Also das ist schade. So, das sollte in jedem Fall mit diesem Bonus passen. Ich habe gerade was anderes gehört im Hintergrund. Und ich baue die Armee, glaube ich, nochmal nach. Denn die ist sehr... Ja, die verbraucht wenig Elex, aber viel Dunkles. Das macht mir im Moment nichts. 7,6 Mille habe ich hier drin. Also hauen wir uns ein bisschen Bauzeit rein. Und ich denke mal... Ich nehme mal ein... Wo ist er? Da ist er, die Trainingspotion, dass das hier ein bisschen schneller vorangeht. Denn ich habe hier, glaube ich, alles am Bonus im Moment drin. Bodenwut, Karre, das passt. Ich habe hier im Moment alles an Bonus drin, also aus dem letzten Clankrieg und auch aus den Stern-Event. Ich bin jetzt wieder auf Champion, das ist auch nicht schlecht. Denn dann bekomme ich zumindest, denke ich mal, in den nächsten Tagen wieder etwas besseren Bonus. Aber wir gucken hier mal in den letzten CK rein. Die Pause hier, bis meine Helden wieder fit sind, die gucken wir einfach mal ein paar nette Angriffe. Okay, gehen wir mal rein hier in die Kämpfe des letzten Clankriegs. Ich glaube, es war der letzte Clankrieg. Also Rathaus, ich glaube, es ist Rathaus 10. Der Cassidy ist in Rathaus 10, denn ich glaube, auch hier greift niemand ohne Warden so eine Base an. Aber das ist ein Rathaus 10, ein Rathaus 11, der jetzt keine Infernos hat und auch keine Adler-Artillerie. Also der Rest ist aber schon ziemlich hoch und deswegen... ist das auch nicht immer ganz, ganz so einfach, so will ich das mal sagen, hier in so eine Base reinzugehen. Aber das ist irgendwie, ich will es mal so sagen, ich bin ja kein Basebauer, aber so ein Ding kriege ich auch noch hin. Also es ist eine komische Base, hier so eine Custom-Base. Und ich hätte fast gesagt,
die kriegst du in diesen Bereichen mit irgendwas. Aber die Defensive darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, denn gerade die Bogenschützentürme, die Magiertürme, die sind ja schon relativ hoch. X-Bogen aber auch nicht, also der Punktschaden ist dann nicht sehr hoch, bis auf die Bogenschützentürme halt. Aber ihr seht, dass die Karre ganz gemütlich hier fast durch diese gesamte Base durch, und da sind jetzt auch noch mal ein paar Walküren drin, also richtig krasser Walkürenfalt hier. Sieht man auch eher selten in dieser Range hier, aber ich glaube, auf solche Bases hier, die jetzt keine komplett ausgebaute Defensive haben, da kannst du das ganz gut machen. Dieses Gespamme hier mit den Walküren, das ist dann auch nicht schlimm. Die gehen nur auf alles. Egal, was da schießt oder was da steht. Scheißegal. Da laufen sie jetzt allerdings vom Rathaus weg. Okay, da haben sie erst ein bisschen Schiss. Das macht aber nichts. Ihr seht das hier. Hier sind noch reichlich Truppen über. Und jetzt kommen auch schon die ersten wieder durch die Lücke hier zum Rathaus hin. Da macht dann der Tesla hier auch nichts mehr. Also schönes Ding hier. 13 auf 14. Cassidy auf den Bengal Tiger. Der ist auch down, ist hier. Sein Rathaus hat es da hingerafft. Sehr schön. Der heldenhafte Toto hier hat mal wieder vergessen, dass er seine Stimme nicht aufgenommen hat. Super, super, super. Deswegen hier nochmal die Wiederholung. Also ich habe mir RH10er hier machen dürfen, während ich hier jetzt eben gesucht habe. Und der hatte netterweise auch mal einfach alles draußen. Ich meine, ich hätte es jetzt ein bisschen billiger machen können, denn in die Mitte musste ich ja jetzt nicht wirklich. Macht aber nichts. Ich habe trotzdem die Karre einfach mal genommen. Hab mir dann die Mitte mit dem billigen Erdbebenzauber aufgemacht. Auch den habe ich, den kritisiere ich ja immer wieder. Ich mag ihn eigentlich nicht, aber im Moment habe ich einfach das Dunkle ein bisschen über. Und deswegen nehme ich ihn, bevor ich die teuren Elex-Zauber brauche, weil ich ja das Elex-Zeug halt dann ein bisschen mehr brauche. Denn gerade wenn du dann mal 5 Elex-Zauber noch dazu brauchst, zu so einer Armee hier, dann bist du auch mal gleich 150.000 oder 160.000, 170.000 nochmal zusätzlich an Elex los, und das will ich natürlich hier vermeiden. Ist auch immer mal wieder eine Frage, wie farmst du so, wie farmst du so. Ja, im Moment habe ich das Dunkle ein bisschen über. Ich kann es also nicht ganz ausschütten. Ich habe es nicht über. Über hat man es ja nie, außer du bist ein Max RH12er und brauchst es echt nicht mehr. Aber ich habe den ganz gut mitgenommen hier, habe ganz gut Zauber gespart. Und wenn mir so ein 10er natürlich in die Griffel kommt, und ich habe auch fast 1:1 hier noch rausbekommen. Ich habe 1220 noch Dunkles am Bonus mit reinbekommen zu den 4894 hier. Und die Armee hier ist schon ziemlich teuer, die kostet schon über 5000 an Dunklen. Das macht aber nichts. Der Elex-Anteil ist hier natürlich super, super hoch, und deswegen habe ich den gemacht. Aber kommen wir mal jetzt, wie ich es dann auch am Ende gesagt habe, zum zweiten CK-Angriff. Und den haut der Poker Joe raus. Rathaus 11 auf Rathaus 11 mit einer Anti-3-Sterne-Base. Das heißt also, viele fragen dann auch, und nicht viele, einige fragen, was ist denn eine Anti-3-Sterne-Base? Also eine Anti-3-Sterne-Base ist so in etwa wie diese hier. Das Rathaus ist jetzt nicht ganz draußen hier. Es gibt auch Anti-3-Sterne-Bases, da ist das Rathaus wirklich ganz, ganz draußen. Da holst du das Rathaus und hast aber dann Mühe und Not, den Rest dieser Base hier zu machen. Aber er kommt hier ja eigentlich auch mit einem klassischen Riesen-Hexen-Bowler gespamme hier rein. So kann man das ruhig gerne nennen, denn die Taktik funktioniert nach wie vor auf die eine oder andere Base und kommt hier dem Rathaus komplett entgegen. Das heißt also, er muss irgendwo das Rathaus am Ende bekommen. Ist natürlich immer ein bisschen risikobehaftet, solche Angriffe hier. Dann bist du dir schon ziemlich sicher, dass die Truppen so nett durchmarschieren wie diese hier. Okay, der Sprung war jetzt, der war suboptimal. Aber auch das kommt immer wieder vor, denn du weißt nie, wie weit kommt meine Karre. Und ja, hier kam die Karre mal wieder ganz durch. Der King kurz mal weggefreezed hier. Und da kamen jetzt ein paar Riesen raus. Okay, die Riesen gehen jetzt nicht aufs Rathaus, weil es ja kein Rathaus 12 ist, was sich verteidigt. Aber die gehen hier schön auf die Außen, beziehungsweise auf diese innenliegenden Verteidigungen hier. Und lenken so ein bisschen den King ab. So richtig hat es die Karre nicht gerissen. Da wäre vielleicht was anderes besser drin gewesen. Aber ich denke mal, der Angriff war dann etwas anders geplant, als dass er hier jetzt so verlaufen ist. Ich glaube, dass die Karre hier so, da wo jetzt eigentlich der Sprung ist, da sollte in etwa die Karre aufgehen oder vielleicht schon ein bisschen eher. Die war aber so super geschützt hier, dass der Angriff hier lupenrein durchging, also 11 auf Rathaus 11.
Da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Das kriege ich mit meinem Elfer längst noch nicht hin. Aber ich habe auch noch nicht so hohe Helden und auch noch nicht ganz so hohe Truppen. Meine Hexen brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Level oder nicht ein paar Level, ein Level. Und dann bin ich auch soweit. Ich muss halt für solche Geschichten hier im Moment den Machttrank nutzen. Mache ich auch. Habe ich jetzt heute erstmalig gemacht. Okay, da ist jetzt in der Ecke noch ein Troll-Tesla. Der ist aber auch nicht ganz so schlimm. Und hier ist noch eine Queen. Hier sind noch ein paar Skellies. Oh, das ist doch ganz schön eng, sehe ich gerade. Denn beide hier, sowohl die Queen als auch der Warden, sind ganz schön am Ende. Und die kleinen Skellies helfen jetzt noch durch die Mauer. Aber das sind jetzt die Supertanks hier. Ja, denn da geht natürlich der Tesla als erstes drauf. 1, 2, 3, 4. Kurz mal abgelenkt von der Queen. Aber ich glaube, der Warden wäre sowieso in Range gewesen. Schönes Ding hier. Von der Nummer 3 auf die Nummer 5. Wir haben den Clankrieg verloren. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Denn 57, 57, das braucht sich niemals verstecken hier. Das sind jetzt nur die Prozente gewesen, die der Gegner ein bisschen mehr hatte als wir. Also das ist absolut auf Augenhöhe. Auch wenn ich das manchmal zeige, das spiegelt nicht diesen Clan wieder hier. Weder den Falto-Clan noch den Clan Untouchable hier. Sondern das spiegelt einfach nur wieder, dass dies ein Clankrieg war, der absolut auf Augenhöhe war. Wir waren unten so ein bisschen schlechter besetzt im Rathaus 9er Bereich. Beziehungsweise wir hatten unten, glaube ich, einen 7er und einen 8er dabei. Die hatten only 9er dann schon unten. Die haben wir locker gedreiert. Aber es hat dann doch der ein oder andere Angriff vielleicht hier gefehlt und der ein oder andere Stern. Hier 3 auf. Bei uns auch 3 auf, also das ist alles im Tutti-Bereich hier. Und was hier noch tuttiger ist, ich habe wieder Truppen, ich kann wieder suchen gehen. Also hauen wir hier rein, Attacke, wir brauchen ja noch ein bisschen Elex. Oh Jesus, wieder so ein Rathaus-10er, den ich sicherlich ganz gerne mitnehmen kann mit dieser Armee hier. Ja, mit Bowler und mit den Golems, aber ich tausche hier nochmal gerade die Clanburg aus. Wo ist denn eigentlich die gegnerische Clanburg? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ah, da hinten ist die. Okay. Mal gucken, ob er was drin hat. Er hatte nichts in der Clanburg. Okay. Dann können wir ja auch die Ghoulis reinchecken. Ganz entspannt. Ich habe mal wieder... Ah ja, ich bin ja magierlos. Das vergesse ich auch immer gerne, dass ich diese Magierlos-Armee hier dabei habe. So, da hat der Minenwerfer gerade geschossen. Und 1, 2, 3. Packys rein. King, Queen und... Einmal den Warden, meine Clanburg. Da sind noch Moorbowler drin. Das ist natürlich nochmal eine kleine Ecke besser. Hier machen wir mal auf, dass meine Truppen jetzt so ein bisschen hier reingezogen werden. Wäre zumindest ganz schick, dass die das machen. Und wo ist mein King eigentlich? Ah, mein King ist da hinten außer Reichweite. Das sind 2 Single Infernos hier. Da könnte ich noch einmal durchheilen hier. Und kurz mal die Truppe hier immun machen. Jawohl, das ist mir gelungen. Wunderbar. Da sind die jetzt in der Mitte. Jetzt kommen die natürlich nicht raus hier, weil ich kann mit 4 Zaubern zumindest kann ich mir da so ein Loch bohren, aber auch keinen wirklichen, also dann keinen Übersprung mehr machen. Dann müsste ich vielleicht doch mal einen Sprung mitnehmen. Brauche ich den einen Zauber noch oder kann ich mir sparen? Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich glaube, ich kann mir den Zauber sparen. Den Zauber können wir uns mal sparen hier. Da hinten Päcker, ja, ganz entspannt hier. Also hier geht es auf jeden Fall weiter bei dem Rathaus 11. Und Liga steht ja jetzt an in einen Tag und ein paar kaputte. Also auch da bin ich wieder sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wieder durchgemischt wird. Viele mischen ja wieder, gehen schon wieder woanders hin. Ich bin mit dem Barfuß auch schon wieder ganz woanders, beziehungsweise ich habe mit dem Barfuß auch hier kurz mal ausgeholfen im Clankrieg, damit hier eine runde Zahl entsteht in der Clankriegssuche. Und mit dem verlasse ich den Clan jetzt aber in Richtung, weiß ich noch gar nicht, wo ich da wieder bin. Irgendwo bin ich da zumindest aktiv in den Ligakämpfen. Ja, das war in Ordnung. Mit dem Bonus hier sind da schon wieder fast 600.000. Und wir kommen unserem Ziel schon extrem nah. Einmal noch nachgebaut. Auch die halt nicht nachgebaut, sondern hier ist wieder etwas zu viel. Ich habe hier ein Gift zu viel. Da müsste eigentlich jetzt sein, passt auch so ein Freeze nachkommen. Dann trainen wir die nochmal nach. Also, so geht das hier voran. Mein Ziel ist in jedem Fall, dass ich mir die Loons mit dem Hammer, ich habe noch einen Hammer hier, Hochballer,
Mensch, Toto, jetzt klickst du aber überall hin. Einmal mit dem, nicht mit dem Hammer, mit dem Schwert hochballer, die Rune nehme und dann die Hexen machen. Ich glaube, so geht's ganz gut mit dem Buch, was es hier aus dem Erfolg übrigens gibt, aus den Events. Das ist dieses Buch hier unten. Da werde ich übrigens nicht den Adler mitmachen, wie man es jetzt vielleicht vermuten könnte. Der baut nämlich jetzt gerade. Von dem habe ich nichts, wenn er fertig ist. Was ich damit gerne mache, sind Kasernen. Denn von den Kasernen zehrt man von der Länge her viel, viel mehr. Denn ich will irgendwann mal anfangen mit den E-Drachen. Und da brauche ich mehr Kasernen. Also ich habe im Moment 2 Kasernen oben. Noch eine dritte, dann brauchen die E-Drachen nur noch 9 Minuten pro Drache. Und deswegen nehme ich die Hammer lieber für die Baracken. Denn gerade die, wenn sie noch nicht gelevelt sind, wo sind eigentlich meine ganzen Baracken? Die haben sich alle versteckt hier. Ah, hier hinten ist noch einer. Also hier 12 Tage lang auf eine Baracke verzichten, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich hoffe, ihr hattet aber Bock auf dieses Video und auf diesen Kanal. Vielen lieben Dank für den Support, den ich in den letzten Tagen auch wieder erfahren habe. Tolle Kommentare. Tausend Dank dafür. Bleibt einfach am Ball. Am Freitag kommt so ein bisschen Farm und Question and Answer Folge mal. Also einfach mal ein bisschen in euren Kommentaren gewühlt. Mir mal ein paar ganz nette rausgesucht und so ein paar Standardfragen beantwortet. Ich würde sagen, die Folge war jetzt ganz schön lang, aber ist nicht so schlimm. Bis dahin, euer Toto. Clasht.